Hallöchen, meine Damen und Herren, willkommen zu weiteren Update-News. Ich habe mir einen waschechten Isländer bestellt, Henry Henrysson, Bruder von Jürgen Hurensson. Sorry. Gestern haben die Volvos endlich wieder ein lang ersehntes Update gepresst, und zwar das Update zu Major. Dazu habe ich bereits ein Video gemacht, hier nur in kürzester Form. Man kann jetzt wieder die Major-Pickups machen, man kann sich einen Viewerpass kaufen und Tokens gewinnen. Das sieht jetzt zwar etwas anders aus als früher, aber an sich ist es noch so, wie es halt damals war. Des Weiteren wurde noch das Molotov-Fire gefixt. Es gab nämlich scheinbar Fälle, in denen einer durch das Feuer durchgucken kann, der andere aber nicht. Ich hatte dazu gerade vor kurzem ein Bild auf Reddit gesehen, heute Morgen, das den Unterschied gezeigt hat, vorher und nachher. Das ist aber leider gelöscht. Ich meine, dass es ungefähr hier irgendwo an der Stelle war und du konntest halt sehen, dass die Flammen von vorher zu nachher ein bisschen anders aussehen. Gestern im Stream wiederum ist mir aufgefallen, dass ich kurz eine Outline von einem Feind hatte, also durch den Molly durch. Hier im Practice-Mode konnte ich jetzt nicht wiederherstellen, also ich sehe den Bot jetzt nicht besser durch den Molly als früher. Also gehe ich davon aus, dass es so sein soll, dass es halt jetzt schlecht für alle beide ist. Ach ja, und bevor ich es vergesse, die Coin gibt es natürlich so wie immer auch in Silver, in Gold und in Diamond. Wow! Und noch was ich vergessen hatte, was echt nice ist, ihr könnt hier oben rechts irgendein Team-Graffiti auswählen, das ihr dann unbegrenzt sprühen könnt, solange das Major läuft. Und wie wir gestern mittlerweile auch alle mitbekommen haben, sind die Sticker sehr wohl schon da, obwohl sie in der Update-News geschrieben haben, dass sie bald kommen, aber ja, die sind halt schon da und werden dann bald freigeschaltet. Natürlich habt ihr mir gestern im Stream direkt wieder gesagt, Game Follower hat ein neues Video gemacht, guck sofort rein und mach was draus. Des Weiteren berichtet er hier an der Stelle davon, dass die Spielerzahlen von Counter-Strike 2 trotz alledem, also trotz diesem ganzen Geweine, im Moment nach wie vor sehr stark am Wachsen sind und er sehr gespannt auf die Zukunft ist. Und hier folgt dann ein wichtiger Punkt, den viele bestimmt interessieren, und zwar ein mögliches Anti-Cheat-Improvement. Bis vor kurzem konnte man, wenn man jemanden reportet hat, noch mehrere Dinge andrücken. Aber so wie man die Community kennt, wurde in der Rage wahrscheinlich meist alles angeklickt oder halt einfach zu viel. Das kennt man auch noch früher vom Overwatch-System. Da war es ganz wichtig, dass du die betreffenden Dinge anklickst und nicht alles. Es war sehr entscheidend, dass du als Overwatcher bei einem Aimbotter auch nur Aimbot andrückst und nicht auch noch Wallhack. Game Follower geht an der Stelle davon aus, dass sie damit das Anti-Cheat-System im Hintergrund weiter trainieren wollen, weil die ganze Zeit konnte man alles andrücken. Die meisten haben das wahrscheinlich leider auch so gemacht und dann kommen natürlich keine richtigen Daten rum, wenn die Leute wegen allem reportet werden. Und so wie ich die CS-Community kenne, kann ich mir gut vorstellen, dass halt auch selbst bei einem griefenden Spieler einfach mal auf, was weiß ich, Aim-Hacking oder sowas gedrückt wird, weil viele dann einfach so ein bisschen sind. Meiner Meinung nach auf jeden Fall auch ein Schritt in die richtige Richtung, denn so kann man spezifizieren, was genau ist da jetzt eigentlich der Fall. Weswegen wird er reported. Und diesen nächsten Punkt finde ich auch sehr interessant. Er hat beim Herumgraben herausgefunden, dass Valve mit dem Feuer spielt. Und zwar, wie das Feuer auf Objekte oder eben auch auf den Spieler reagiert, beziehungsweise auch, wie die Objekte und die Spieler auf das Feuer reagieren. Er sagt dann hier an der Stelle noch, dass sich viele darüber beschwert haben und gesagt haben, das ist mal wieder ein Update, nachdem gar nicht gefragt oder gebeten wurde und man soll doch lieber Anti-Cheat und bla bla bla, was weiß ich was machen. Und wenn das wirklich die Denke der User sei, dann könnte man Counter-Strike einfach zurück auf 1.6 drehen, denn dann hätte man alles rausgenommen, was jemals hinzugekommen ist, wenn solche Updates so unnötig sind. Denn genau diese Updates sind natürlich, während an den wichtigen großen Dingen gearbeitet wird, trotz alledem der Schritt in die Zukunft. Nur deswegen ist Counter-Strike zu dem geworden, was es jetzt ist und was es auch halt in Go war. Jedes kleine Update, egal wie unwichtig es wirken mag, ist später mal was, was zu dem gesamten Opus von Counter-Strike eben dazugehört, was das ausmacht auch. Und wenn, wie gesagt, jeder dagegen wäre, dann, ja, könnte man einfach zurück auf 1.6 rollen und dann hätte man einfach Counter-Strike in seiner pursten Form. Wogegen manche nichts hätten, ich weiß, viele sagen, ach, 1.6, das war der Banger. Aber eine geile Meile, das stimmt schon. Aber ich persönlich finde es, und scheinbar Gabe ja auch, schon ganz nett, wie es jetzt mittlerweile ist. Wie es aussieht, was man alles machen kann und was auch noch kommen wird. Und das geht eben nur mit solchen Updates. Auch wenn sie, so wie das Haar-Update letztens, wisst ihr noch, die Haare? In so einem Moment hauke ich halt auch da und denke, Leute, können wir nicht vielleicht was anderes haben? Also irgendwas, was wir uns mehr gewünscht haben? Aber der nächste Gedanke, bei mir zumindest, ist sofort wieder, naja, die werden schon wissen, was sie machen. Die machen sowieso einfach. Ich kann es nicht ändern, wir können es nicht ändern. Valve ist eine private Firma, die können machen, wie sie wollen. Geld haben sie eh genug. Und dazu kommt übrigens später noch ein Punkt von Game Follower selbst. Das hat mich ultra an das Video von vor einer Woche erinnert, vom vergangenen Freitag. Aber da kommen wir gleich hin. Wir können in Zukunft wahrscheinlich davon ausgehen, dass die Ska auf 3000 Dollar runtergesetzt wird. Das scheint durch einen Gag entstanden zu sein. Dieser Knilch hier hat gesagt, das Ding ist doch irgendwie, wird doch gar nicht benutzt und mach's doch günstiger. Und Counter-Strike selbst hat das gesigned. Also kann man davon ausgehen, dass sie sowas ähnliches wie damals bei der Negev betreiben und die ganze Geschichte günstiger machen. An dieser Stelle sagt Gabe dann aber auch nochmal, dass man die Waffe auf jeden Fall noch nerven sollte, wenn sie denn schon günstiger wird, weil sie halt sonst zu krass ist. Darauf folgen dann noch ein paar technische Dinge. Er ist davon ausgegangen, weil er überall NPC steht, dass sie an einem neuen Spiel oder an neuen Spielen arbeiten. Jetzt gerade vor kurzem hat er dann aber gemerkt, dass die Bots in NPCs umbenannt wurden in CS2 und dass wir jetzt dann wohl damit mit tollen Koop-Modi rechnen können. Beziehungsweise, dass das halt zumindest in die Richtung gehen könnte. Sie arbeiten an den Mods, sie arbeiten auch an Filmen und Sequenzen. Also es wirkt so, als wenn sie sowas vorbereiten würden wie früher in den Operations, dass du eine
lore-gestützte Operation hast, also irgendwas in Comicbook-Form zum Beispiel auch mit Texten, Bildern, kleinen Videos und du eben einfach eine Story erlebst in dieser Operation, so wie es eben früher auch war. Operation Hydra zum Beispiel sah so aus und du hast halt so kleine Zwischensequenzen gehabt, die dir erklärt haben, warum du die Mission überhaupt machst. Du wurdest also auch nicht einfach irgendwo reingeschmissen, sondern hast auch so ein bisschen Motivation gehabt, das eben zu machen, um jemanden zu retten oder irgendwas aufzulösen oder sonstiges. Hier am Ende kommt noch ein Punkt, da geht es über ein Dota-Update, mit dem man dann als User ganz, ganz viel einstellen kann am Spiel selbst, was man davor nicht machen konnte. Und er geht davon aus, dass sowas auch bald in CS möglich ist, da sie sehr viel in Dota zuerst implementieren und danach dann in CS reinbringen. Wobei CS, glaube ich, schon ziemlich gut einstellbar ist. Aber ja, mehr ist natürlich immer besser. Hier kommt ein Punkt, durch den ich Flashbacks zu meinem Video von vor einer Woche hatte. Darin hatte ich über das Video von Richard Lewis gesprochen, in dem er wiederum über die Arbeitsweise von Valve spricht und ja, wie die halt da so vorwerken. Da ging es um diese, wie jetzt Gabe Follower selbst sagt, lächerliche Idee oder den lächerlichen Gedanken, dass Valve darauf abzielt, mit kaputten Dingen Geld zu verdienen. Also, dass sie damit ja so viel Geld verdienen und deswegen alles so lassen, wie es ist, weil sie damit Geld verdienen. Hier jetzt seine Worte dazu. Influencers Two's online records, Steam itself is reaching new heights almost weekly. So all the fans who are telling that Valve just earn money on actual problems in their games should think that most likely this potential income would be so insignificant compared to the profit of tens of billions of dollars from Steam alone that this theory seems simply ridiculous. Das zieht natürlich den gesamten Gedanken, dass sie das halt wegen dem Geld machen, so ein bisschen ins Lächerliche, wenn man halt darüber nachdenkt, dass es an sich auch nicht viel ist für sie. Ja, das hat mich am Ende überrascht, dass Gabe dann auf einmal auf den Trichter kommt und halt sowas raushaut. Ich denke, wir können sehr gespannt auf den weiteren Verlauf des Jahres sein, was eben noch so kommt. Aber zuallererst schauen wir natürlich erstmal aufs Major und gucken, wie die ganze Sache ausgeht und versuchen uns hier natürlich eine schöne Coin zu snacken. Und jetzt machen wir noch geschwind ein paar Giveaways fertig. Ich habe wieder ultra viele angesammelt. So, und da haben wir einmal hier diesen Sticker Lost in Smoke Foil. Das war aus dem Cash-Video, da haben wir uns die neue Cash-Version angeschaut. Vielen Dank für 101 Kommentare. Holy shit. Der Gewinner muss schreiben, ob man, was man zu neuen Cash sagt. Ich hasse Cash. Ich kann mich auch nicht erinnern, was gemacht hat. Okay, gut, ja, das ist in Ordnung, das ist in Ordnung. Du hast somit den Sticker gewonnen. Bitte hier unter diesem Video melden, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und dein Trade-Link, oh, wie bereits geschehen, sehr, sehr schön, in die Kanalinfo. So, und im R8 Top 10 Video gab es diesen Crazy 8 für euch zu gewinnen. Dazu solltet ihr mir nur schreiben, ob ihr den R8 bei euch im Loadout habt. Vielen Dank für 49 Kommentare. Und der Gewinner ist... Manuel! Habe es momentan nicht ausgerüstet. Trotzdem geile Waffe. Glaube, am Anfang, wo er rauskam, war es eine One-Shot-Waffe. Ja, das ist richtig. Nice Video, wie immer. Vielen, vielen Dank. Manuel, du hast mitbekommen. Bitte einmal hier unter dem Video melden. Und, oh, sehr gut. Ist bereits eingefügt. Optimal. Dann gab es noch diese Melon-Dramas hier für euch zu gewinnen. Die gab es im Video zu der Danger-Zone-Geschichte. Da habe ich euch gezeigt, wie Danger-Zone aussah und, ob es dann bald kommen wird und so weiter. Vielen lieben Dank für 97 Kommentare, ihr alten Drücker. Und man sollte sagen, dass... Muss kurz gucken, ob man Danger Zone schon mal gespielt hat. Der Gewinner dieser Melon Dramas ist Kaiju. Aus dem Stream, wir kennen uns doch. Tatsächlich noch nie Danger Zone gespielt, werde ich aber testen, wenn es wieder da ist. Geile Meile, du weißt Bescheid. Hier melden und Trade-Link in die Kanalinfo. Ach, und wisst ihr was? Komm, wir hauen heute auch noch ein Giveaway raus. Und zwar dieser StatRack Mac10. Um hier teilzunehmen, schreibt einfach Folgendes mit in den Kommentaren hinzu. Und zwar, wie seht ihr das mit diesen kleineren Updates? Wie zum Beispiel, dass Valve gerade versucht, mit dem Feuer zu arbeiten und schauen möchte, wie die Figuren zum Beispiel oder auch Objekte brennen und wie möglicherweise dann auch im Feuer sterbende CTs oder Ts halt umfallen und sich möglicherweise bewegen. Wie findet ihr das? Sagt ihr auch, vergebene Liebesmühen oder... Ja, alles hat seinen Zweck irgendwann, irgendwie. Und natürlich zählt auch der Fakt, ich finde, es sind erstmal wichtigere Dinge zu tun. Könnt ihr gerne auch schreiben. Mir ist klar, dass das wahrscheinlich beim Großteil so ist. Ich denke ja auch so. Ich hätte auch gern lieber, dass sie andere Sachen machen als das. Aber ich finde es auch wiederum nicht schlimm, dass sie das jetzt halt machen, weil dann ist es gemacht. Haut in die Kommentare und dann seid ihr automatisch mit dabei. So, wir sehen uns dann heute Abend wieder im nächsten Livestream ab 20 Uhr auf Twitch. Kommt gerne mit dazu. Wer gestern nicht da war, hat diesen wunderbaren Zeus im Giveaway verpasst. Heute gibt es auch wieder was ganz Tolles, das ich noch nicht rausgesucht habe. Lasst euch überraschen. Dann, wie gesagt, möglicherweise bis gleich im Stream oder halt dann bis zum nächsten Video. Morgen. Ich denke, Samstag kommt schon wieder das nächste. Genau, morgen ist sowieso der zweite Teil von dem Dienstagsvideo geplant. Da habe ich auf Kommentare von euch reagiert. Danke fürs Zuschauen. Bis gleich im Stream. Later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken, fette Mutter auf die Instagram.